ein Merkmal der Mercedes-Benz Fashion Week ist ja, dass vor allen Dingen junge Designer hier ihre Entwürfe zeigen können. Eine davon treffe ich heute, nämlich Lena Hoschek. Die Österreicherin ist bekannt dafür, dass ihre Entwürfe in den 50er Jahren angesiedelt sind. Sie holt sozusagen den Petticoat in die Gegenwart. Und die 50er waren ja auch die große Cabrio-Zeit. Insofern habe ich mir heute das Mercedes-Benz E-Klasse Cabrio geschnappt und genieße den Tag. Gutes Ambiente für dich geschaffen, würde ich mal sagen. Ja, ganz oder? Süß. Ich mag es sehr gern hier. Ich liebe diese Dino-Sessel. Passt es überhaupt, die 50er Jahre in die heutige Zeit zu versetzen? Kommen die 50s jetzt sozusagen wieder mit? Also, ich weiß nicht, ob sie mit mir wiederkommen, aber die Welle ist auf jeden Fall ganz krass da im Moment. Prinzipiell passt es zu jeder Frau, zu jedem Typ, weil in den 50er Jahren gab es auch viele verschiedene Frauentypen. Und ich finde es halt eine tolle Mode, um die weiblichen Formen zu unterstreichen. Das müssen wir uns jetzt mal ausprobieren. Ich habe auch was mitgebracht. Ach super. Machen wir das. Darauf gekommen, diese Zeit wieder zurückzuholen? Also ich bin nicht einmal wirklich drauf gekommen, aber ich habe das so mit, also wirklich mitten im Herzen. Meine erste Kassette war von Elvis, dicht gefolgt von den Beatles, die ja gar nicht Rockabilly sind. Also ich war ein riesen Marilyn Monroe-Fan mit 13 und das ist halt so hängen geblieben. Aber gibt es etwas, wo du sagst, das ist ein Stilmittel aus der Zeit? Ja, auf jeden Fall. Also die 50er Jahre im Speziellen, wegen der Sanduhr-Silhouette. Eben diese Taillenbetonung, dass dann, also durch dieses fast Kreuz, ja, einfach kannst du mit der Mode die absolut weiblichste Form rausholen. Aus jeder Frau. Nebenher habe ich dann natürlich ganz viel, also ich habe bei meiner Oma halt sehr viel gelernt, so Handarbeiten. Sticken, Stricken, Häkeln, alles Mögliche habe ich gemacht. Ich habe immer schon gewusst, ich will eine eigene Firma haben. Und ich war schon immer, also auch als Kind, wenn ich so Berufswünsche gehabt habe, schon relativ größenwahnsinnig. Also ich wollte entweder so Jetpilotin, dann wird ein Traum von mir. Und ich, irgendwann einmal hat sich das herauskristallisiert, dass es definitiv natürlich was Kreatives sein muss. Ich bin ein riesen Kitsch-Liebhaber. Auf der anderen Seite ist aber eine meiner Lieblingsmusik total krasser Metal. Also ich liebe nichts mehr, als im Auto zu sitzen und mir die lauteste Musik reinzuziehen und mitzugrölen. Ja, und Berlin ist eine Wahnsinnsstadt. Ich liebe es. Ja? Großartig. Echt schön. Das heißt, bei der nächsten Fashion Week werden wir dich vermutlich auch sehen. Auf jeden Fall. Schön.